Hallo, 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 hier ist wieder Shogi bei Nokia Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Christian, andersrum. Und das ist der Sashi, andersrum. Verstehst du? Na, egal. Ja. Heute am 29. September haben wir wieder ein Geburtstagskind, das recht bekannt ist. Mhm. Harald Schmidt ist es nicht. Harald Schmidt ist es nicht. Sondern Harald Schmid. Harald Schmid? Kennst du Harald Schmid? Nee. Leichtathlet, seines Zeichens Leichtathlet gewesen, 1957 geboren, ist Hürdenläufer gewesen, 400 Meter, 4x400 Meter insgesamt und insgesamt 13 Mal Deutscher Meister, 5 Mal Europameister sowie 2 Mal Vize-Weltmeister, aber Olympia und sowas hat er nie geholt. Ja. Deutscher Sportler des Jahres 1979 und 1987. Okay. Ja, guckst du. Harry, alles Gute. Harry Schmidi. Ja. Am 29. September 1913 ertrinkt der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel. Ja? Weil er so weit rausgeschwommen ist? Ne, Überfahrt, England, Harwich, irgendwo da rumgeeiert. Die Öffentlichkeit ist erschüttert. Ne? Zum Zeitpunkt seines Todes befindet Rudolf Diesel sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Ja? Fand den selbstzündenden Motor, ne, und so weiter und so fort. Und die Aggregate wurden auf der ganzen Welt eingesetzt, Deutschland, USA hergestellt. Ne. Jeder denkt, boah, der Diesel, der ist richtig. Nur dann kommen so Gerüchte auf, dass er eigentlich pleite wäre und dass das ein Selbstmord war. Also der erste Dieselskandal. Der erste Dieselskandal, genau. Ja, das war der erste 1913. Diesel. 1913 am 29. September. Genau. Aber wir haben heute auch einen Fakt des Tages. Kannst du das nochmal machen? Warte mal. Fakt des Tages! So, du hast so gemacht, so. Ja, es gibt mehr Steine. Steine! Bescheuert, ehrlich, manchmal. Manchmal gehst du mir echt auf den Keks. Ne? Du, wenn du dich verlaberst. Manchmal gibt es mehr. Manchmal. Ich fange nochmal neu an. Ja, komm nochmal rein. Harald Schmid hat Geburtstag und hier. Diesel. Skandal. Ja. Skandal. Ja, so. Fakt des Tages! Genau. Es gibt mehr Sterne im Universum als Sandkörner auf der Erde. Oh! Guckst du blöd. Das hat jemand nachgezählt. Ja. Nicht schlecht. Haben wir überschlagen. Überschlagen. Die Sandkörner. Ich weiß nicht, ob es 3 oder 4 Sterne mehr sind. Ja. Aber sowas in dem Dreh wahrscheinlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Sterne, nicht Planeten. Sterne. 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 Ja. Sterne sind ja sowas wie die Sonne. Ja. Ja, aber wir Planeten reden. Aber nee, nicht Planeten, sondern Sterne. Sterne. Ja. Ja. Und es gibt bestimmt auch mehr Sterne im Universum, als es deutsche Hauptstädte gibt, zum Beispiel. Bundeshauptstädte oder Landeshauptstädte? Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das weiß ich nicht so genau. Okay, es gibt mehr Sterne als Sandkörner. Verstanden. Das war der Fakt des Tages. Morgen am 30. September sehen wir uns wieder. Und da haben wir ganz viele anderes unnützes Wissen, das wir euch präsentieren wollen. Und mal gucken, ob der. Nee, du bist ja gar nicht dabei, glaube ich. Nee, morgen nicht. Morgen nicht. Aber dann guck mal gucken, wer sonst so verkniffen guckt. Irgendeiner muss sich ja vertreten. Richtig. Cheerio, Miss Sophie. Gute.